Wir haben es gestern schon angekündigt, meine lieben Freunde. Wir haben fleißig diskutiert über Avatar. Avatar, die Serie, warum sie so gut ist. Deswegen präsentiere ich euch heute, warum Avatar die beste Serie ist. Eine Präsentation von mir, der immer recht hat. Oder so. Beginnen wir mal. Ah, kurzes Vorweg, das ist nicht Avatar. Wir sprechen nicht über diesen Film. Wir sprechen nämlich über diese Jungs. Wir sprechen nicht über die Schlümpfe. Kurze Fakten zur Serie, warum sie denn so gut ist. Serie wurde von 2005 bis 2008 ausgestrahlt auf dem Sender Nickelodeon. Früher hieß sie Nick. Beste Serie, die es jemals gab. Punkt. Aber die Frage, die wir uns jetzt alle stellen, warum? Warum ist es die beste Serie, die es gibt? Dafür habe ich ein paar Gründe genannt. Grund Nummer 1. Die Charaktere. Aang. Ein kleiner Junge, der nach 100 Jahren aus dem Eis kam und keine Erkältung hat. Keiner weiß, wie es funktioniert. Er ist halt der Avatar. Muss man akzeptieren. Kann man nicht anders. Katara. Vernünftiges Mädchen, das für Recht und Ordnung sorgt. Wer sie nicht kennt, Katara ist die Wasserbändigerin. Schwester von Sokka. Sie hält die Gruppe ein bisschen zusammen. Da gibt es den großartigen Spaßvogel. Sokka. Typ mit Boomerang, der Witze wie am Fließband schiebt. Ungefähr so lustig wie ich. Das heißt, von einem Witzniveau von 1 bis 10 ungefähr eine minus 5. Aber es ist ganz unterhaltsam. Und Zuko, anfangs Bösewicht, hat aber eine insane Backstory. Wurde von seinem Vater verletzt. Sucht Redemption. Also sucht Vergeltung und möchte seinen Ruf reinwaschen und schlussendlich funktioniert es irgendwie nicht und er joint Team Avatar. Toff! Freaking badass Erdbändigerin, die nichts sehen kann. Wer die Serie gesehen hat, denkt sich, boah, bist du deppert? Toff ist ein richtig cooler Charakter. Ist ein richtig, richtig cooler Charakter. Toff hat nämlich seismische Fähigkeiten. Dann haben wir Iroh. Das ist der Onkel von Zuko, der hat immer einen guten Rat auf Lager. Die ganze Zeit. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Ozai, Feuerlord, der die ganze Welt versklaven will. Dann haben wir noch Azula, Zukos Schwester mit Minderwertigkeitskomplexen, wurde nie von ihrer Mutter geliebt, hat immer nur ihrem Vater gefallen wollen, wollte immer besser sein als alle anderen. Ah, geht mir ein bisschen auf die Nerven in dieser Serie, aber ist ganz okay. Grund Nummer 2, die Welt. Avatar baut eine eigene Welt auf. Es gibt eine eigene Map, wo man sehen kann, wo welche Gebiete liegen. Ah, 4 Nationen über den Erdball verteilt. Feuernation, die Luftnomaden, das Erdkönigreich und die Wasserstämme. Und die sind über die ganze Map verteilt. Das ist wie ein großer Planet. Und wo die Kontinente sind, haben die auch ihre eigenen Gebiete. Ah, eigene Gebiete, große Städte, abwechslungsreiche Orte. Wir erinnern uns. Die Wüste. Ah, die Bibliothek von Wan Chitong. Omashu, eine große Stadt. Ba Sing Se, eine große Stadt. Dann nördlicher Wasserstamm, südlicher Wasserstamm. So viele coole Gebiete, wo wir uns dazugehörig fühlen. Wo wir denken, geil, ich könnte jetzt nach Omashu und dort König Bumi treffen. Grund Nummer 3, das Bending. Bending der 4 Elemente. Jeder Charakter, also nicht jeder Charakter, die meisten Charaktere in dieser Serie können ein gewisses Element bending. Da haben wir Wasser, Erde, Feuer und natürlich Luft. Und die basieren auf echten Martial Arts Bewegungen. Feuer ist Kung Fu, den Rest weiß ich leider nicht. Das Bending, richtig cool umgesetzt. Ah, Wasser. Jetzt mal schnell, was kann man noch einfrieren? Dann haben wir Erde. Einmal Haru mit einem Stein. Einmal König Bumi mit einem größeren Stein, mit einer Steinwand. Und dann Toph und Aang. Haben wir Feuer. Feuer wird immer so mit Zorn verbunden. Wir haben Zuko, der gerade wütend ist. Dann haben wir Azula und natürlich Iroh. Aber Feuer wird geatmet. Feuer wird nicht durch Zorn erzeugt. Und schlussendlich noch Luft. Ein paar kleine Lufttricks. Luft ist sowieso das fadeste Element. Die meisten Leute, die ich gefragt habe, was möchtest du irgendwann mal bändigen, da hat niemand Luft gesagt. Grund Nummer 4, warum die Story so gut ist. Warum die Serie so gut ist, die Story. Aang ist der Avatar. Oh shit. No shit, Sherlock. 100 Jahre im Eis gewesen, wurde ausgegraben. Wurde entdeckt von Sokka und Katara. Und es wird revealed, dass er der Avatar ist, der 100 Jahre lang von der Bildfläche verschwunden war. Er muss die Welt retten, weil der große Feuerlord Ozai sich denkt, er muss die ganze Welt versklaven und muss ein großes Feuernationenreich schaffen. Na, Feuernation, böse, habe ich gerade eben erklärt. Anfangs erscheint das natürlich unmöglich,
Aang ist, glaube ich, 12 am Anfang der Serie, hat keine Ahnung, was er tut. Es ist insane, wie soll ein 12-Jähriger gegen eine ganze Feuernation antreten? Er kann ein Element bändigen am Anfang und das ist Luft, sonst kann er nichts. Entwicklung seiner Fähigkeiten im Verlauf der Serie, in jeder Staffel bekommt er, kann er ein neues Element bändigen. Aufbau der Story. Es gibt 3 Staffeln und wie ich schon gesagt habe, erlernt Aang ein Element pro Staffel. In der ersten Staffel ist das Wasser oder im ersten Buch, wie sich es in der Serie nennt, ist das Wasser. Dann ist es Erde und dann ist es Feuer schlussendlich. Verschiedenste Hindernisse mit den gewissen Elementen. Erde braucht immer so ewig lang zu bändigen, weil Luft und Erde sich so gegensätzlich sind, dass Aang es überhaupt nicht hinbekommt, am Anfang Erde zu bändigen. Ganz, ganz schwierig für ihn. In jeder Staffel hat er einen neuen Mentor, jemand, der ihm das Element beibringt. Am Anfang haben wir Katara, ruhig, Wasser, gelassen. Dann haben wir eben Toph, mit dem Kopf durch die Wand, wie Erde sein soll. Kräftig, stark, mit dem Kopf durch die Wand. Und in der dritten Staffel ist das Zuko. Zuko, der eine Mega-Redemption-Story hingelegt hat, der dann dem Team Avatar beitritt, um schlussendlich dem Avatar, also Aang, Feuerbändigen beizubringen. Weiter zum Aufbau der Serie. Wir haben 3 Staffeln, wie ich schon vorher angesprochen habe, und zu je 22 bis 24 Folgen, glaube ich. Bin ich mir nicht sicher. Ich habe nicht nachgeschaut. Grund 5, warum die Serie so gut ist, Character Development. Aang ist am Anfang sehr jung und ist sich seiner großen Aufgabe gar nicht bewusst. Er hat Angst davor, den Feuerlord zu besiegen, weiß nicht, wie er das machen soll, hat einfach überhaupt keine Ahnung und ist richtig, richtig eingeschüchtert von der ganzen Sache. Wird erwachsen im Verlauf der Serie, besonders so Ende Staffel 2, Anfang Staffel 3, merkt man, pfiuh, Bruder, der Typ wird wirklich erwachsen. Genau das gleiche mit Zuko. Zuko ist am Anfang der Bösewicht, merkt dann aber, dass eigentlich sein Vater der große Bösewicht ist. Ozai. Oh, Wahnsinn. Hat eine mega Redemption-Story über die ganze Serie hinweg und hilft dem Avatar schlussendlich, den Feuerlord zu besiegen. Ah, und Team Avatar wird sich durch die ganze Serie ihrer Pflichten bewusst und merken so, oh, dammit. Wir können eigentlich nicht die ganze Zeit nur nichts tun und auf unserem Hintern rumsitzen. Wir müssen ja eigentlich den Feuerlord besiegen. Nur Grund Nummer 6, die Hairstyles. Ich lass mal die Bilder sprechen. Das ist schon stark. Also die Hairstyles sind schon gut. Grund Nummer 7, die Memes. Einfach weil das Art-Design ziemlich gut ist und lustige Szenen zustande kommen. Ha? Did you sleep well? Me? Huh? A source of inspiration for all blind children who saw Avatar. Saw Avatar? Blind children? My two girlfriends are dating each other. Einfach die Gesichtsausdrücke. Roses are red, I don't do meth, pants are an illusion and so is death. Wahnsinn! ich will kurz sagen, es gibt einen Avatar-Film, der aber nicht wirklich existiert. Also er existiert schon, aber für alle Avatar-Fans hat dieser Film nicht existiert. Wer mit Avatar diesen Film assoziiert, der hat irgendwas in seinem Leben falsch gemacht. Das war's. Danke. Danke, danke, Chat. Danke, danke.